Hey Leute, hier ist wieder Rexner3 und heute das Video am Donnerstag. Wie versprochen, es werden jetzt immer InVA-Videos am Donnerstag kommen. Und ja, heute ist dabei einmal die Interimspange der Nationalen Volksarmee. Hat eigentlich so gut wie jede Armee, die etwas größer ist. Das ist halt eine Spange, wo du, wenn du sehr viele Orden hast, die Orden dranhängen kannst. Und damit du halt nicht alle einzeln dran machen musst. Und die stelle ich euch heute vor. Ich habe ein Exemplar davon aus der Nationalen Volksarmee. Und ja, ihr seht es jetzt, eine Vierer-Ausführung mit vier Orden. Ich erkläre euch jetzt, wie die getragen wurde. Und ja, getragen wurde sie an der linken Brust, über der Brusttasche. So ein Zentimeter ungefähr. Und es wurde immer das höchste Abzeichen nach links weggetragen, also so wie es jetzt sieht. Wenn es jetzt in der Brust hängt, dann wird das Abzeichen, also das, der oberste Orden immer zur Knopfleiste hin weggetragen. Ich weiß gerade nicht, ist das, nee, das wird rechts, glaube ich, weggetragen. Ich bin gerade durcheinander, weil sonst habe ich Uniform an und gucke halt runter und dann sieht man halt, wie dies getragen wird. Aber der Orden mit dem höchsten Abzeichen muss immer nach, ja, zur Knopfleiste, und man sieht es auch dann zum Beispiel hinten, da wo jetzt dieser Verschluss hier ist, da das Ding, das muss immer weg zeigen vom Körper, also das muss immer zum Arm hin zeigen. Und ja, also wo ich mal kurz gezeigt habe, ist eine Spange hinten dran. Und ja, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zu den Orden. Ich habe auch zu den ersten beiden Orden von links ein Video gemacht, das sind nämlich die Verdienstabzeichen der Nationalen Volksarmee. Ich habe eins nochmal mit hingenommen. Das ist das Silberne, das hängt auch ganz vorne dran. Das ist halt erstes Abzeichen in Silber, dann das in Bronze. Halt, wie man es verdient hat. Es könnte jetzt auch sein, dass da halt zwei Bronzene dranhängen oder halt ein Silbernes und ein Bronzenes. Halt, es passiert halt, dass auch manchmal Orden zweimal verdient wurden, wenn man die sich anstecken konnte. Also so auf den Sportabzeichen jetzt nicht, aber sowas wie ein Verdienstorden oder halt alles in die Richtung. Und daneben ist dann einmal Treue Dienste, zwei Treue Diensteorden. Das mit dem silbernen Strich in der Mitte, also das hier ist halt für 10 Jahre Treue Dienste in der Nationalen Volksarmee. Und das daneben ist für 5 Jahre Treue Dienste in der Nationalen Volksarmee. Da habe ich den Orden leider nicht. Ich hätte ihn sehr gerne, ich muss ihn mal irgendwann gucken. Aber soweit jetzt dazu, wenn es dazu mal, wenn ich den Orden dazu mal habe, dann zeige ich euch noch in einem separaten Video. Aber ja. Das ist halt Plexiglas und die Orden da drin sind halt einfach alle auf Papier gedruckt. Und hier hinten ist halt, ja, ich habe keinen Plan, was das für Metall ist, ne? Aber hier sehen wir es auch mal durch, das glänzt jetzt ein bisschen, das Weiß vom Papier. Und ja, ist es auch eine sehr, wenn ich es jetzt kurz aufbekomme, eine sehr lange Nadel dafür, aber gut. Die Teile gab es in Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünfer-Ausführungen. Und umso mehr Orden man hatte, umso mehr konnte man sich dran heften. Man sieht hier auch noch die einzelnen Heftstellen, diese länglichen, ja, diese Rechtecke halt. Nicht die Kreise, sondern die Rechtecke. Da konnte man dann mehrere reinstellen. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Und zwar habe ich noch ein paar andere. Hier sehen wir halt einmal die Dreier-Interimspange mit, also 2x3. Wenn man es jetzt hier drüber hält, man sieht, das sind halt für 6 Orden insgesamt gedacht. Dann habe ich dasselbe auch einmal noch in einer einzelnen Dreierausführung. Ne, also man würde halt jetzt die Papporden hier auf diese Schiene schieben und dann das Plexiglas drauf und dann die beiden Metallseiten an der Seite hochklappen. Und ich habe eins noch, was ich ziemlich nice finde, ist das mit dem Zweierorden, dass du halt oben 2 Orden hast und unten halt 3. Das sieht bestimmt auch ganz cool aus. Ich habe halt nur keine Orden, keine Plexiglas-Teile dafür. Hätte ich welche, hätte ich das schon länger benutzt. Aber ja. Und wenn sich jetzt manche fragen, aber ich habe zu Hause, weil ich auch NVA sammle, die Teile. Und bei den Orden sind aber diese Anstecker noch mit dabei, die ja diese Ding zeigen. Das ist nicht kompatibel damit, weil das die Teile sind, die über den Orden geheftet werden, wenn du den trägst. Wenn. Also du musst die Teile nicht tragen, du kannst nur den Orden tragen. Aber falls du die Teile dazu tragen willst, kann man die natürlich immer einzeln anheften oder man kauft sich halt für, die hat jetzt 10 Euro gekostet, 10 Euro eine solche Spange, die auch sehr nützlich ist, wenn man ja
um mehrere Orden sich anheften will, für Display, für Displays. Ja, wie gesagt, das wäre es dann auch für dieses Video. Ist was länger geworden, als ich dachte. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Nicht vergessen, am Sonntag lade ich jetzt auch immer Videos hoch. Montag, Donnerstag und Sonntags. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Ciao.